Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht das, ich bin mit dem Schief im Clan, Schweizer Clan. Wer am Wochenende den Stream gesehen hat, aus dem Clan habe ich ja auch live gestreamt und mal wieder live gefailt, aber auch live auch mal nicht gefailt. Hat mich natürlich gefreut, dass mir das mal gelungen ist oder endlich mal wieder gelungen ist, dass ich wenigstens mit dem Rathaus 9er hier ordentlich Sterne abliefer. Aber warum bin ich eigentlich hier drin? Ich habe irgendwann mal einfach so gesucht. Das ist jetzt keine Ich-bei-euch-Folge oder so, aber da machen wir einfach mal so eine Folge raus. Denn der Clan ist ganz schick. 40 Mitglieder, glaube ich, sind wir zurzeit hier. Und er ist allerdings unter, ich sag's mal so, er läuft unter deutscher Flagge. Liegt daran, ich habe natürlich auch gefragt, warum denn hier als Land Deutschland eingestellt wird. Hier sind mit Masse Deutsche drin, aber hier sind auch ein paar Schweizer drin, habe ich jetzt mal so ein bisschen aus den Gesprächen im Chat mitbekommen. Und dann hat der Clan hier schon seinen richtigen Namen, ist ein Clan Level 10. Und ich bin jetzt schon, glaube ich, den zweiten Clankrieg mit dabei. Und hier habe ich endlich mal einen Gohok gemacht. Was jetzt schon so ein bisschen auffällt, finde ich, dass man schon sieht, dass die X-Bögen hier auch auf Level 2, ich glaube, der war ja jetzt Level 2, doch ein bisschen mehr DPS jetzt machen. Das merkt man schon. Und dann ist es, denke ich mal, schon ganz gut, wenn hier die Golems den X-Bogen tanken, als dass es dann die Hogs machen. Die sind dann doch vielleicht ein bisschen mehr dann oder ein bisschen schneller weg, als dass sie das vorher waren. Denn gerade genau die Sachen, die so ein bisschen den Hogs auch immer mal wehtun, Minenwerfer, der dann schießt und mal richtig so eine Hog-Horde trifft, oder auch der X-Bogen hier, sind da schon ziemlich entscheidend. Und wir haben den Krieg aber, das war ich euch jetzt noch schuldig, wir haben den Krieg hier gewonnen, 45-35, und ich hatte mir ein paar Angriffe hier noch rausgepinnt, auch wenn ihr das Ergebnis jetzt schon kennt. Das ist nicht so schlimm, denn ich wollte ja eigentlich auch über was ganz anderes mit euch sprechen. Ihr habt es im Thumbnail ja gesehen, dass es zurzeit gibt es ja die Doppel-EP hier bei den Clan Wars, und man bekommt ja doppelten Boni aus. Das ist echt viel. Ich habe heute richtig meine Lagerfolge gemacht mit den Accounts, wo ich in den Clan kriegen bin, und das soll natürlich jetzt erstmal nicht aufhören. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Wir spielen jetzt schon wieder ein 15er CK hier. Und schade eigentlich, aber okay, bei 39 könnt ihr euch in etwa ausrechnen. Da gibt es ein paar, die leveln Helden. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der ist im Urlaub, ist gar nicht da. Und dann spielt ihr natürlich nicht so große CKs. Aber ich habe heute mal so ein bisschen rumgesponnen. Wenn ihr in so einem Clan bist, wo du eigentlich immer so 20er spielst, 25er CKs, und du haust jetzt einfach mal genau. Ich glaube, man kann ja 4 Clan-Kriege spielen in dieser Zeit, in dieser einen Woche. Es geht jetzt noch bis zum 28. das Event. Und man nimmt einfach alle 50 mit, haut einfach in den Sack und weiß, ich überspitze das jetzt mal, dass du einfach alle mitnimmst und mindestens 25 greifen an. Das heißt also, dass man wenigstens die EP, die Experience Points, aus der Base rausholt. Das heißt also minimal einen Stern, und ob man dann gewinnt oder verliert, sei da mal dahingestellt. Aber 50 Mal die ganzen Erfahrungspunkte hier mitnehmen in den Clan kriegen, das ist echt schon nett. Und das Ganze 4 Mal, also ich kenne Clans, die machen das genauso, aber ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch vielleicht auch so gang und gäbe ist, ob ihr genauso denkt wie ich jetzt gerade so ein bisschen rumspinne, oder ob ihr lieber sagt, ah nee, wir machen einfach so weiter unseren normalen Turn, und die dann rot sind, die kommen nicht mit, weil die greifen dann nicht an, das fehlt dann. Ich meine, klar, wenn du dann die eine oder andere Base mal failst, und hast jetzt eine erstmal mit 0 Sternen, dass da jemand anders drauf muss, dann fehlt dir schon ein Angriff bei diesem 50-50-Geschichte. Aber ich glaube, das kann man ruhig mal machen. Wir spielen jetzt, glaube ich, auch bei den Soßen wieder ein 30er CK. Wir nehmen einfach 2-3 Rote damit rein. Die kompensieren wir dann irgendwie. So haben wir uns das jetzt gedacht. Aber die vielen Erfahrungspunkte hier für den Clan wollen wir uns dann doch nicht entgehen lassen. Denn die sind wirklich, wirklich nice. Und gerade wenn du so ein Clan bist, unter Clan Level 10, wo du auch noch nicht alle Errungenschaften hast oder dir freigespielt hast, ist das richtig geil. Da kommst du richtig weit mit nach vorne. Und also an alle Clans, macht das ruhig so, macht noch 1-2 CKs so, holt richtig Punkte rein. Ich muss mal eben in meine Liste gucken, wen ich mir noch rausgepinnt habe. Es ist die Nummer 9. Das ist ein Rathaus 9 Angriff. Ne, das ist schon 10er. Das ist 10. Ich habe festgestellt, und auch einer meiner Zuschauer hat festgestellt, ein bisschen weniger. Wir haben im Moment ein bisschen wenig Rathaus 10 Content. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich zumindest keinen bespiele. Aber auch viele andere mittlerweile auf Rathaus 11 gehen, weil sie auch irgendwann mal 12 gehen wollen.
und da vielleicht auch ein bisschen zu früh dann auf 11 gehen, dass wir, ja, ich weiß nicht, so die Zehner sind nicht mehr ganz so stark gesät, hab ich so ein bisschen das Gefühl. Nach wie vor starkes Rathaus ist Rathaus 9 und auch Rathaus 11 ist sehr, sehr stark. Also was, glaube ich, die Masse angeht, und 10 ist einfach so ein Mitdorf. Als Rathaus 10 musst du auch ein guter Rathaus 10er sein, sage ich mal, um vernünftig zu dreien. Du musst schon so gut ausgebaute Helden haben, wie der BSB-Boy hier eigentlich gar nicht hat, mit 30er Queen und 24er King. Das ist jetzt, ja, das ist so ein bisschen zu früh hochgegangen, sage ich mal, was die Helden angeht. Aber er hat hier coole Truppen, den Golem, was heißt schon auf 5, den Golem auf 5, die Hockrider auf 6, das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Maxed out Heilzauber dabei und ja, da kannst du natürlich auch ein bisschen was mitreißen. Da müssen es dann gar nicht die Überhelden sein oder die Superhelden sein, sondern wenn du deine Truppen gut schicken kannst, so wie das hier gemacht wird, in die Base rein, dann wird das hier was, aber das ist auch mal nervig, die ganze Zeit die Skelette an der Hacken und der King, der mal wieder seinen Platz weit verlässt, seht ihr das? Da ist eigentlich sein Radius, da war er jetzt schon wieder raus, jetzt geht er erst wieder rein. Das ist ja sehr, sehr häufig so, dass der einfach mal komplett aus seinem Radius eigentlich rausgeht, wo er so rumläuft und dann unendlich lange in der Base hier nervt. Also vor allen Dingen den Hox hier nervt. Und Queen hat er jetzt erst gezündet hier unten beim King. Und dann geht es nur noch ans Reine machen hier in der Base. Also Cleanup, Cleanup, Cleanup. Das erledigen hier auch super die Hox. Da kannst du ruhig noch eine Falle dann haben. Das ist dann am Ende nicht ganz so tragisch. Queen ist auch noch mit dabei. Also schönes Ding hier. Rathaus 10 auf Rathaus 10. Wie gesagt, sehen wir doch schon eher so ein bisschen selten. Und ich glaube, wir sind jetzt schon im 11er Bereich. Ich muss noch gerade schauen. Die 6er Base hier. Komischerweise alle Bases hier auf der rechten Flanke. Das ist Tami. Rathaus 11 auf Rathaus 11. Und dieses Rathaus 11 ist schon ganz lecker ausgebaut, muss ich mal so sagen. Ich kann das da so ein bisschen anhand meines Avatars vergleichen. Ist also schon ziemlich stark ausgebaut hier. Was hat er ans Kombi genommen? Queen Walk vorweg. Oder Queen, ja doch, es wird wahrscheinlich ein Queen Walk sein. Ich weiß nicht, ob die Queen hier unbedingt mit reingehen soll oder muss. Aber er macht hier einen typischen Drei-Sterne-Angriff. Drei-Sterne-Angriff, man spricht da sehr, sehr häufig von, wenn du dem Rathaus absolut entgegenkommst und nicht erst das Rathaus machst. Also geht er volles Risiko rein hier, dass er es bis da hinten hin schafft. Das ist noch ein ganz schön weiter Weg. Aber mal sehen, der Funnel war schon mal super hier. Jetzt kriegt er hier richtig die Masse an Truppen, vor allen Dingen in die Mitte rein. Da rennen, okay, ein paar rennen natürlich immer raus, die Bowler. Die Steinewerfer hier haben halt auch ab und zu mal andere Ziele im Blick als die Mitte hier. Aber schön gemacht hier in der Mitte, den Warden jetzt gezündet, die Ballons können nicht mehr abwerfen. Da doch einmal machen sie es noch. Was hat er da eigentlich noch für den Ballon jetzt über? Ah, okay, das waren jetzt die Hexen hier. Und jetzt hat er aber noch ganze Masse von Hexen und vor allen Dingen Riesen hier in der Base. Der King ist jetzt schon Richtung Rathaus am Wandern. Ja, das sieht ganz gut aus. Und wieder mal die Pausentaste gedrückt. Entschuldigt bitte. Das passiert mir auch so häufig, aber ist egal. Täglich oder öfter grüßt das Murmeltier. Also es passieren mir immer mal wieder so ein paar Sachen, die passieren dann einfach immer, die kann ich nicht abstellen. Und aber ich glaube, das gehört zu so einer gesunden Mischung dazu. Machen wir aber hier nochmal kurze Ablenkung da, weil er sie nicht eingesetzt hat zu Anfang. Und die lenken jetzt nochmal so ein bisschen einfach den Tesla hier ab. Aber Queen kriegt jetzt keinen Beschuss mehr. Schönes Ding hier, schön jetzt noch durch die Mitte die ganzen Skelette und die Hexen. Also cooles Ding hier, ja. Mal sehen, wie sich das Ganze vor allen Dingen in der Defensive jetzt verhält. Ob sich die Taktiken da jetzt so ein bisschen leicht ändern. Ich meine, das war jetzt eine typische Hexenbowler-Riesenkombination. Und das war jetzt noch nichts Wildes. Angepasst, sage ich mal, an die kleinen Änderungen, die es ja jetzt schon gab. Die, also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video aufnehme, auf dem Sonntag, also einen Tag nach dem Livestream, sind die Nettigkeiten ja noch nicht da. Das heißt also, die Annehmlichkeiten, die einem das Leben hier angeblich leichter machen sollen in Clash of Clans. Wir haben hier den Stan. Ich lasse ihn einfach mal laufen, denn die wurden jetzt noch nicht mit implementiert. Ich bin mal gespannt, wann sie kommen. Es kann ja sein, dass wenn ihr jetzt die Folge seht, mittags, dass dann schon ein Update oder eine Wartung war. Ich weiß es selber auch nicht, wann das Ganze jetzt kommt. Aber auch hier, typischer 3-Sterne-Angriff, also komplett wieder dem Rathaus entgegen. Und ja, schöne weiße Base, die hätte ich auch gerne. Also zumindest mit meinem Rathaus 11, aber es wird so endlos lange dauern mit mir und den Mauern. Das ist auch ein Drama.
Auch bei meinem Rathaus 12 habe ich ja jetzt das erste kleine Compartment endlich mit den Endmauern oder Endlevelmauern bestückt oder fast mit dem vielen Loot hier, Loot, entschuldige bitte, Loot, mit dem vielen Loot, den man hier natürlich bekommt, schaffst du schon ganz, ganz locker. Also ich habe heute Abend mit Thorsten etwas mehr als 4 Millionen Gold und Elex bekommen und das ist fast eine Mauer. Noch 1 Million dazu, dann sind das 2 Mauern. Also da geht dann schon einiges. Und deswegen spielen wir auch die großen Klarkriege, dass da richtig was reinkommt, dass richtig was geht. Wenn du sie natürlich noch gewinnst, umso besser. Dann nimmst du den ganzen Bonus mit und hier ist die Karre hier auch gerade. Die ist ganz durchgefahren. Also auch stark gemacht hier. Die Riesen tanken hier jetzt noch die restliche Defense außen gegen King und Queen und King. So wie man sich eigentlich vorstellt, das Pärchen hier. Also bleiben die immer schön aneinander, schön eng zusammen. Oh, da ist noch eine Riesenbombe. Okay. Jetzt ist aber auch das Rathaus endlich Geschichte. Jetzt haben wir nur noch die Doppelkanone. Sehe ich jetzt auch häufiger, dass Leute die Doppelkanone hier einsetzen. Ich habe, glaube ich, ja, ich meine, ich habe keine einzige dieser umschaltbaren Verteidigungen auf dieses Doppel. Also weder einen Bogenschützenturm unten, noch habe ich, glaube ich, eine Doppelkanone in der Farmbase schon, aber nicht in der CK-Base. Ah, doch, beim Thorsten in der CK-Base habe ich das, glaube ich, auch. Da habe ich das auch, da passt das auch. Aber bei einigen Sachen passt das gar nicht. Und den Minenwerfer habe ich auch, glaube ich, nur in der Farmbase auf diesen Dreifachschuss. In der normalen CK-Base ist das bei mir auch nicht so. Habe ich dann nicht gemacht, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht mal eine Überlegung wert, denn jetzt gerade, wo auch vor allem der Minenwerfer mehr Schaden macht, ist natürlich nicht schlecht, wenn man da den Schaden nochmal richtig rausholt. Das heißt also, der ist dann ja erhöht. Nur der Radius ist jetzt nicht so hoch. Aber ja, muss ich mal sehen. Aber auch das Ding hier schön gemacht vom Stan. Einen habe ich jetzt noch für euch. Ich glaube, das ist 1 auf 1. Denn echt starker Klankrieg hier, nachdem wir den ersten, wo ich jetzt mit dabei war, verloren hatten, war das sicherlich mal wieder eine kleine Genugtuung. Und wie gesagt, es hat mich gefreut, dass ich da so ein bisschen am Samstag auch im Livestream ein bisschen was mitbekommen habe. Davon lebt ja auch so ein Livestream immer so ein bisschen, zumindest von meinen Livestreams, dass ich immer ein bisschen Klankrieg habe für euch, dass es nicht nur so ein ganz stumpfes Gefarm ist. Ich glaube, gefarmt haben wir nur so ein bisschen, aber ist ja immer so ein bisschen just chatting, auch so ein schöner Streamabend. Also es hat mich wieder fürchterlich gefreut. Ich war gut zufrieden auch danach. Habe ich eigentlich gedacht, jetzt noch ein Stündchen länger machen können, denn es war wieder echt ein cooler Abend. Hat mich super gefreut, dass auch so viele Zuschauer wieder da waren und dass auch alles wieder so ganz relativ friedlich ablief. Irgendwie war ja was Komisches auf Twitch, wo die Leute ihre Wikipedia-Einträge da gespammt haben. Das fand ich immer ein bisschen komisch, weißt du, da spammen die das, dann followen sie dir, dann schreiben sie auch noch was im Chat, aber vielleicht wussten sie auch gar nicht, was sie da genau tun. Aber wir sind da dran, das Ganze irgendwie so ein bisschen auszugrenzen, beziehungsweise dem so ein bisschen Riegel vorzuschieben. Aber ich meine, es belebt den Chat und gut für meine Statistik auf Twitch TV und von daher auch da waren wir wieder, ja, knapp über 40 Leute im Highpeak. Das freut mich immer ganz, ganz besonders. Kann man sich hier so auf YouTube gar nicht so vorstellen, wenn er noch nie einen Twitch-Stream gesehen hat. Denkt dann immer, naja, da hat der Toto da jetzt 20 oder 30 Zuschauer. Das ist ja jetzt nicht gar nicht mal so viel. Aber Leute, in der Szene Clash of Clans ist das für einen kleinen Streamer, wie ich es eigentlich bin, ist das super. Ist das eine tolle Sache und das ist auch schon eine ziemlich eingeschworene Gemeinde da. Da kennen sich viele kennen die Streamer, viele kennen sich auch aus der Szene Clash of Clans und treffen sich immer wieder in den verschiedensten Streams auch. Also ist schon eine coole Sache, muss ich sagen. Hat mich auf jeden Fall wieder gefreut. Was mich noch mehr gefreut hat, ist der schöne 3-Sterne-Angriff hier vom Roger Federer, der hier einmal in dieses etwas ältere, ich hätte fast gesagt älteres Design, glaube ich, dieser Base hier, einmal durchgelatscht ist, auch mit Riesenhexenbowler. Also nach wie vor eine Kombination, die du nehmen kannst, auch bei der etwas stärker ausgebauten Defensive. Und die IP haben wir auf jeden Fall hier reingefahren. Auch der Clan hier ist natürlich jetzt auf Clan Level 10, hat alle Errungenschaften oder Nettigkeiten, die man hier haben kann. Das heißt also, auf Clan Level 10 ist eigentlich das Wichtigste, dass deine Truppen 2 Level hochgehen, wenn du eine Truppe spendest. Das heißt also, auch ich als Rathaus 9er kann hier immer Maxed Loons zumindest spenden oder auch
eine Max-Hexe, die gehen auf 4, ich habe sie auf 2. Also ist schon richtig, richtig coole Sache. Und die EP hier, das war jetzt ein etwas kleinerer Klangkrieg, aber ihr seht das hier, 346 EP. Das ist richtig, richtig krank. Und wie gesagt, das Event geht noch bis zum, lass mich lügen, bis zum 28. glaube ich. Ja, müsste bis zum 28. gehen, 3 Tage noch. Wir haben jetzt heute den 24., 27. Ja, so, es geht jetzt bis zum 28. rein. In 4 Tagen fangen die Klangames wieder an und keiner weiß, was, was wir machen mit unseren 8er, 9er, 7er. Wir lassen uns da irgendwas einfallen, sodass wir wieder alle zusammen spielen können. Ich hoffe, ihr hattet einen coolen Wochenstart. Ich hatte auf jeden Fall einen coolen Videostart in die Woche. Bis dahin, euer Tutu. Flasht.